Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu unserem zweiten Adventskalender-Video. Heute hat Kathi etwas für mich gebastelt und ich darf das Ganze jetzt als erstes einmal auspacken. So. Noch ein bisschen Tesafilm zur Sicherung drunter. Schlüsselanhänger hier mit einem Schleifchen und mit einem süßen Korken hier mit einem Weinblatt drauf. Sehr niedlich und da finden wir bestimmt einen schönen Schlüssel für, der da dran kommt. So, vielen Dank Kathi und jetzt zeigt Kathi euch, wie das Ganze gebastelt wird. Hallo ihr Lieben, ich bin es Kathi und ich zeige euch jetzt, wie ich das Geschenk für Eva gebastelt habe. Dafür habe ich Schleifenband verwendet, einen Weinkorken, schwarzes Baumwollband, einen Schlüsselring, eine ganz dünne Häkelnadel und eine Schere. Wer den Korken noch verzieren möchte, braucht noch Farben. Ich habe vor kurzem mal das Ganze mit Nagellack probiert, also einen Korken mit Nagellack angemalt. Und das hat sehr gut funktioniert und sah sehr schön aus. Also das kann ich also empfehlen. Man kann aber natürlich auch andere Stifte oder Farben benutzen. Und ich werde den aber heute so ganz schlicht lassen. Ihr könnt aber, wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, den Korken ganz frei gestalten. Als erstes überlege ich mir, wie der Korken ungefähr hängen soll hinterher. Und das passt bei mir ganz gut so. Und dann gehe ich von oben hier mit der Häkelnadel rein. Das kann man nicht so ganz einfach durchstecken, aber wenn man so nach und nach das so durchbohrt, dann kommt man irgendwann an der anderen Seite raus. Das sollte man wirklich ganz vorsichtig machen, damit der Korken nicht schon irgendwie durchbricht oder so. Aber bei mir hat es jetzt geklappt. Ich bin hier an der anderen Seite durchgekommen. Und jetzt brauche ich meinen Baumwollfaden. Den ziehe ich jetzt hier so einmal durch. Also einfach hier in das Häkchen den Faden reinmachen. Bisschen stramm halten und hier zurückziehen. Und da habe ich schon meinen Faden. Und hier oben ist jetzt schon so eine Schlaufe. Da kann ich gleich den Schlüsselring durchmachen. Kann ich jetzt direkt machen. So. Einfach den Schlüsselring durch die Schlaufe hier machen. Durchziehen. Dann kann man sich noch überlegen, wie lang man es ungefähr haben möchte. Und hier unten schneide ich jetzt den Faden ab. Mach schon mal einen Knoten hier drauf. Oder am besten einen Doppelknoten. So. Ja, kann noch verrutschen. Dann mache ich lieber noch einen weiteren Knoten, damit es dann wirklich gar nicht mehr verrutscht. Ja, so passt es ganz gut. Und jetzt brauche ich ein Stückchen von meiner Schleife, von meinem Schleifenband. Das wickle ich einmal so um die Hand, dass es hier vorne so doppelt liegt. Hier an der einen Seite, da schneide ich das auch noch schräg. So, hier an der anderen Seite ist es schon schräg. Das mache ich jetzt hier unten rein und mache da einen Knoten drauf. Und schön festziehen und noch einen weiteren Knoten. Jetzt kann ich die Schleife noch ein bisschen zurechtziehen, damit die auch wirklich schön mittig ist. Unten mache ich am besten noch mal einen Knoten. Und wer möchte, kann natürlich hier unten auch noch zum Beispiel Perlen draufziehen oder so. Ein paar Perlen und dann noch einen weiteren Knoten. Man kann auch mehrere Schleifen untereinander machen, wie man möchte. Ich lasse es jetzt relativ schlicht und schneide einfach den Faden hier unten ab. Und dann ist dieser Schlüsselanhänger auch schon fertig. Das ist so ein bisschen so ein Schlüsselanhänger
für Leute, die gerne Wein mögen. Vielleicht mögen eure Eltern gerne Wein und ihr habt Lust, das nachzubasteln. Dann könnt ihr den einfach mal einen Weinkorken, wenn der irgendwo übrig ist, stibitzen, sag ich mal so, und den daraus so einen Weinkorken-Schlüsselanhänger basteln. Ich glaube, Eva wird dir aber auch ganz gut gefallen und den werde ich natürlich jetzt noch schön verpacken. Man kann natürlich schön hier auch noch einen Namen draufschreiben. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Und verpacken werde ich das Ganze einfach in so einer Brottüte und mit ein bisschen Washi-Tape zukleben. Da tue ich jetzt also den Schlüsselanhänger rein. Falte die Tüte wieder zusammen. Und ich wickel das Ganze einfach einmal so komplett um das Ganze rum, damit man hier nicht so gut reingucken kann. Die sind ja immer ein bisschen durchsichtig, die Tüten. Und so passt das jetzt. Einmal ein bisschen beschweren mit meiner Schere, damit es nicht wieder aufgeht. Und dann schneide ich mir ein Stückchen Washi-Tape ab. Damit klebe ich das hier zu. Und dann habe ich schon das erste Geschenk für Eva fertig. Das ist ja für den zweiten Tag. Und da mache ich jetzt eine 2 noch drauf. 2. Dezember, also eine 2. Ich finde, diese Brottüten, die eignen sich immer wirklich ganz gut, um was zu verpacken. Die sind ein bisschen durchsichtig, aber wenn es nur was Kleines ist und man das sogar so doppelt drum wickelt, dann sieht das auch keiner. Und ich finde, das sieht wirklich süß aus. Das war jetzt also der 2. Dezember und ich bin schon total gespannt auf morgen, wenn ich wieder ein Päckchen auspacken darf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch unser Adventskalender gefällt. Schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis dann. Tschüss!